Michael, wo ist der Wein? Was? Der Wein? Hey! Nein, warte, warte. Hallo. Du siehst toll aus, Baby. Danke. Komm. Ich liebe dich. Oh, wo ist Sarah? Oh, du hast es ja nicht gesagt. Ich komme in einer Stunde wieder. Da müsste er dann fertig sein. Ja, prima, herzlichen Dank auch. Barbara, hallo, vielen Dank für die Einladung. Komm nachher nach oben, ja? Mach ich. 11 Stunden am Tag, 5, manchmal 6 Tage die Woche. Warte, das macht 60 Stunden die Woche. Mit ihr und das seit 3 Monaten. Was habe ich denn deiner Meinung nach getan? Überprüf mein Handy, Joe. Und meine E-Mails und meine Quittung. Na los. Oh, nicht jeder lässt sich erwischen, Michael. Hat sie dir erzählt, dass sie dich toll findet? Keine Ahnung. Schon möglich, Joanna. Ich lasse es zu solchen Gesprächen gar nicht erst kommen. Aber sie hat es versucht, stimmt's? Und zwar, als ihr zusammen in L.A. wart. Du verbringst doch auch Stunden mit Arbeitskollegen, von denen ich nichts weiß. Du bist immer weg. Wegen deiner Artikel. Ständig unterwegs. Ja, aber habe ich dir jemals auch nur den kleinsten Grund gegeben, dich so zu fühlen, wie ich mich gerade fühle? Ich habe heute Abend unfreiwillig etwas gesehen, das ich niemals hätte sehen wollen. Wieso warst du nicht einfach vorsichtiger und hast mich damit verschont? Was zum Teufel tust du da? Mein Handy aufladen. Warum musst du immer diese Steckdose nehmen? Warum baust du immer eine Berliner Mauer aus diesen blöden Zeitschriften? Ich bin mir keiner Schuld bewusst. Und du suchst nur Streit. Ich hätte dich verschont. Joanna, es tut mir leid. Ich hätte was von ihr erzählt, wenn ich der Ansicht gewesen wäre, es gibt was zu erzählen. Michael, war irgendwas in L.A.? Nein. Schwörst du's? Ich schwöre es. Nein. Die Eier sind gut. Was ist mit dem Orangensaft? Komm schon, was für ein Laden ist das hier? Haben wir zu früh geheiratet? Was? Warum kannst du es nicht wenigstens in Erwägung ziehen? Weil ich das nicht muss. Ich glaube nicht, dass wir zu früh geheiratet haben. Es war doch erst nach 4 Jahren. Ja, aber wir waren zwischendurch getrennt. Und außerdem geht es nicht um die Länge der Zeit, es geht um das Wann. Und unser Wann schließt die College-Zeit mit ein. Verstehst du? Ich meine, wir waren doch noch gar nicht wir selbst. Glaubst du, es ist zwischen uns überhaupt noch so wie früher? Ich denke, es ist besser. Was redest du denn da? Hallo. Ich brauche einen Kaffee. Joanna. Alex, was... Was machst du hier? Ich hab hier zu tun. Ich... Das darf doch nicht wahr sein. Ja, ist eine Weile her. Wie geht es dir? Oh, mir geht's gut. Ich glaub's einfach nicht. Woher wusstest du, dass ich hier bin? Oh, ich beobachte dich. Nein, im Ernst. Das ist mein voller Ernst. Deine Weihnachtskarten. Da steht ein Absender drauf. Und wenn ich umgezogen wäre? Das bist du nicht. Wie lange bleibst du in New York? Ich fahr morgen wieder. Und jetzt muss ich leider zu einer Besprechung. Hättest du später für mich Zeit? Ja. Ja, klar. Gut. Dann rufe ich dich an, wenn ich fertig bin. Okay. Okay. Warte, brauchst du nicht meine Nummer? Hat sie sich geändert? Nein.
Dann bis später. Warte! Ich rufe dich an.